Piraten, Violette und Panther. Ihr könnt mit diesen Begriffen nichts anfangen? Nun, das sind einige Parteien, die am Sonntag bei der Landtagswahl in Hessen antreten. Hallo mal wieder bei Politikt. Wir zeigen euch, wie die Politik tickt. Im letzten Video haben wir uns ja bereits mit den Programmen der 5 Parteien beschäftigt, die aktuell im Hessischen Landtag sitzen. Ich verlinke es euch hier. Diesmal stellen wir euch die Programme der anderen 18 Parteien vor. Wir gehen mit euch jeweils die ersten Punkte durch. Los geht's! Im ersten Punkt der Alternative für Deutschland geht es darum, dass Volksentscheide an weniger bürokratische Hürden gekoppelt sind, um so zum Beispiel die GEZ-Gebühr abschaffen zu können. Auch die Piratenpartei ist für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie, zum Beispiel durch längere Fristen für Unterschriftensammlungen. Die Freien Wähler wollen, dass die Rente von Eltern, die wegen ihrer Kinder nicht arbeiten gehen, aufgewertet wird. Die NPD ist dafür, dass Bildung keine Frage des Geldes sein soll. Außerdem sollen sogenannte Kulturfremde in getrennten Klassen unterrichtet werden. Die Partei hat ebenfalls Bildung an erster Stelle stehen. Allerdings geht es bei ihnen um Modernisierung. Sie fordern einen Unterricht via Snapchat und Tinder. Die ÖDP möchte eine Bildung, die langfristig gedacht ist und weniger Druck in den Lehrplänen. Die Grauen Panther fordern, dass Eltern, die ihre Kinder bis zum Kindergarten zu Hause erziehen, die gleichen Vorteile haben wie Eltern, die ihre Kinder in die Kita schicken. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität ist dafür, dass neue Handelswege zwischen Asien, Afrika und Europa erschlossen werden. Für die Allianz Deutscher Demokraten ist Digitalisierung und Datenschutz wichtig. In beides muss mehr investiert werden, um einen gläsernen Bürger zu vermeiden. Die Partei Bündnis C steht für eine Aufwertung der Haupt- und Realschüler als zukünftige Fachkräfte. Das Bündnis Grundeinkommen ist eine Ein-Thema-Partei. Sie möchten das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Die Violetten möchten eine Stimme der Pflege im Hessischen Landtag werden. Sie möchten bereits bei Schülern anfangen und diese über Altenpflege informieren. Im Mittelpunkt der liberal-konservativen Reformer steht der freie, sich selbst bestimmende Mensch. Sie möchten jedem eine Möglichkeit geben, sich selbst zu verwirklichen. Die Partei Menschliche Welt setzt sich für Frieden ein. Dieser soll durch Verständigung und Verhandlungen erreicht werden. Im Grundsatzprogramm der Partei der Humanisten stehen die Menschenrechte an erster Stelle. Sie gelten für alle und sind unumstößlich. Die Partei für Gesundheitsforschung möchte die Forschung für Alterskrankheiten vorantreiben, sodass diese schneller geheilt werden können. In ihrem Grundsatzprogramm zählt die Tierschutzpartei Umweltschutz, Tierschutz, soziale Gerechtigkeit und Bekämpfung von Lobbyismus auf. Das Motto der Partei für Veränderung Vegetarier und Veganer ist: Wir lieben das Leben. Sie möchten all diejenigen ansprechen, die bei anderen Parteien werteorientierte Inhalte vermissen. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen. Unten verlinken wir euch die Programme der Parteien. Schaut doch mal rein. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal bei Politikt.